Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Runde Bookopoly. Wir schauen heute, welche Bücher ich im Mai. Wir schauen heute, welche Bücher ich im Mai hoffentlich lesen werde. Und wie immer würfel ich viermal und schaue, auf welcher Kategorie eben ich dann lande und suche dann passend dazu ein Buch aus meinem Sub raus. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Bücher oder welches Buch ihr im Mai euch fest vornehmt, was ihr auf jeden Fall lesen wollt. Aber bevor wir starten, schauen wir wie immer einmal noch in den vorherigen Monat und gucken, ob ich die Bücher da wirklich alle gelesen habe, die ich mir erwürfelt habe. Im April hatte ich nur 3 Bücher erwürfelt und 1 musste ich aussortieren. Deshalb kurz zu diesen 3 hier. Das erste war Golden Heritage, das habe ich gelesen und ich habe es auch sehr gemocht. Die Meinung zu den Büchern, die ich gelesen habe, findet ihr auch schon im Lesemonat, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da habe ich wirklich ausführlich drüber gesprochen. Auf jeden Fall war ich da jetzt auch noch im Mai, also Anfang Mai, auf einer Lesung von Caroline Wahl. War einfach sehr schön, weil sie noch mal ein bisschen persönlicher über das Buch und die Geschichte und so weiter erzählt hat. Also ich mochte das Buch richtig gerne. Es war sehr anders als der erste Teil, aber nicht irgendwie in der negativen Hinsicht, sondern einfach anders. Es hat einen anderen Vibe, es hat eine andere Location, wo es spielt. Und ich kann es aber wirklich sehr empfehlen. Ich mag einfach den Schreibstil und die Art, wie sie Geschichten erzählt, sehr gerne. Ebenfalls gelesen habe ich Vengeance. Auch das hier hatte ich mir erwürfelt und ich mochte es ganz gerne, auch wenn ich mir hier irgendwie mehr erhofft habe, muss ich sagen. Wir hatten das im Buchclub gelesen und haben uns dann darüber ausgetauscht und wir haben schon gemerkt, okay, es sind noch einige Dinge irgendwie offen geblieben. Ich bin jetzt mal gespannt auf den zweiten Teil, der, glaube ich, dieses Jahr noch erscheint. Den werde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch lesen, weil ich einfach wissen möchte, wie die Geschichte endet. Aber so insgesamt waren hier noch so ein paar Punkte, die man hätte ausbauen können, die man irgendwie besser umsetzen hätte können. Aber ich mochte einfach die Themen, die im Buch eben eine Rolle gespielt haben, also das Thema Schlafen und so weiter. Diese Dream Analysis Academy war einfach eine coole Idee, muss ich sagen. Und ich mochte die Atmosphäre gerne. Aber wie gesagt, so richtig umgehauen hat es mich irgendwie nicht. Und last but not least hatte ich Consider Me erwürfelt und da muss ich sagen, das habe ich leider nicht geschafft letzten Monat. Ich habe angefangen, bin bis auf Seite 34 gekommen und habe es dann irgendwie zur Seite gelegt. Ich muss sagen, ich hoffe, es wird noch besser, weil das ist so ein klassisches Buch von Football. Ist es Football? Nein, es ist Hockey. Hockey Romance, wo der Typ am Anfang wirklich so ein richtiger Arsch ist. Und die ersten Seiten haben mich dann irgendwie schon so genervt, weil er einfach so respektlos war und irgendwie so klischeehaft. Und er hatte nur das eine so im Blick und so weiter. Und irgendwie dachte ich mir so, da habe ich irgendwie gerade keine Lust drauf. Aber mir wurde gesagt, dass er noch eine Entwicklung durchmacht und davon gehe ich eigentlich auch wirklich stark aus. Aber deshalb habe ich es dann in dem Moment irgendwie nicht mehr weitergelesen. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was der Mai so mit sich bringt und welche Bücher ich hoffentlich noch lesen werde. So, wir haben das letzte Mal hier bei Ein Buch aussortieren geendet. Wir laufen heute mit Anthony aus Bridgerton. Und dann laufen wir mal los mit einer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Buch mit Farbschnitt. Ein Buch mit Farbschnitt. Und da musste ich echt ein bisschen suchen, weil ich habe zwar noch einige so Romance-Bücher, New Adult-Bücher mit Farbschnitt, aber irgendwie habe ich keins direkt gesehen, wo ich mich mega drauf gefreut habe, beziehungsweise wo ich richtig Lust drauf hatte. Jetzt habe ich mich hier für die Einladung entschieden von Sebastian Fitzek, weil das hat eben den schwarzen Farbschnitt. Das zählt natürlich auch. Ich habe das nämlich immer noch nicht gelesen. Shame on me. Eigentlich lese ich die Bücher von Fitzek wirklich immer sofort, wenn sie erscheinen. Dieses Mal habe ich es dann meiner Schwester ausgeliehen und die hat gefühlt ein halbes Jahr gebraucht, bis sie es gelesen hat. Jetzt habe ich es aber wieder. Von daher müsste ich es jetzt eigentlich wirklich mal einplanen, weil ich einfach die Bücher von ihm einfach toll finde. Auch hier wieder einfach cool gemacht mit der Einladung eben. Und hier ist sozusagen der Schlitz vom Briefkasten. Allein optisch ist das Buch wirklich wunderschön. Und ich hoffe, dass ich dazu komme. Aber das ist tatsächlich das einzige Buch von meinem Stapel, wo ich noch ein bisschen Zweifel habe, ob ich das wirklich schaffe. Aber mal gucken. Der zweite Wurf. Ein Pasch und eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein englisches Buch. Dann ein englisches Buch. Hier habe ich mich jetzt für eins entschieden, das ich tatsächlich auch schon begonnen habe. Und zwar ist das The Player Next Door. Und falls ihr es seht, das ist die Autorin von meiner fast absoluten Lieblingsreihe, würde ich sagen, von The Simple Wild, K.A. Tucker. Ich liebe diese Reihe so sehr von ihr. Ich glaube, ihr habt mich bestimmt schon mal über die Reihe reden hören. The Simple Wild, und das ist dann eben eine
Naja, eigentlich sind es zwei Bücher und eine kleine Novelle und dann ein viertes Buch, wo es aber dann um neue Charaktere geht. Aber für mich war die Reihe wirklich ein pures Wohlfühlbuch. Ich mochte, wie sie die Charaktere geschrieben hat. Dieses Setting, es spielt, glaube ich, in Alaska und ich fand es einfach grandios. Und dann habe ich mir daraufhin einige Bücher von der Autorin gekauft, das ist auch echt schon eine Weile her, die ich aber alle noch nicht gelesen habe. Und deshalb dachte ich mir jetzt, warum schnappe ich mir nicht einfach mal dieses Buch hier, das auch ziemlich gute Bewertungen hatte und schau mal, ob diese Bücher irgendwie an ihre andere Reihe für mich persönlich drankommen. Ich habe das jetzt schon losgelesen und bin auf Seite 170, also wirklich schon fast bei der Hälfte. Ich muss sagen, also schon mal ein Pluspunkt, es liest sich einfach ratzfatz weg. Wenn man einmal losgelesen hat, man bleibt irgendwie dran, man möchte wissen, wie es weitergeht. Von daher ist das schon mal sehr gut. Ganz kurz, worum geht es hier? Es geht um Scarlett Reed, die nach einigen Jahren, also vielen Jahren, zurück in ihre Heimatstadt zieht. Und dort hat sie dann plötzlich eben einen Nachbarn, mit dem sie wirklich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und zwar ist das Shane. Shane und sie waren in der Highschool kurze Zeit zusammen und er hat sie dann aber wirklich fallen gelassen und irgendwie hat sie sich dadurch mega verraten gefühlt. Und ausgerechnet Shane ist eben jetzt ihr neuer Nachbar. Er hat sich natürlich verändert, sie hat sich aber auch verändert, aber hat eben diese ganze Situation noch nicht vergessen und ja, trägt ihm das irgendwie immer so ein bisschen nach. Aber wie es dann eben dann weitergeht, erfahren wir in The Player Next Door. Und das Buch hätte ich mir wahrscheinlich so nicht gekauft, weil irgendwie allein der Titel klingt irgendwie so sehr klischeehaft. Aber weil es eben K.A. Tucker ist und ich die anderen Bücher geliebt habe, dachte ich mir, okay, schaue ich mal, was das Buch kann. Ich werde im Lesemonat dann ausführlich darüber berichten. Wie gesagt, ich bin bei der Hälfte aktuell. Und was ich bisher sagen kann, ist, wie gesagt, man fliegt durch die Seiten. Gleichzeitig ist es aber auch wirklich ziemlich klischeehaft und ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin mir irgendwie noch nicht so sicher, was ich am Ende zu dem Buch sagen werde, weil eigentlich mag ich es mega gerne, weil es fesselt einen, es macht irgendwie Spaß zu lesen, es ist sehr unterhaltsam, ich mag die Dialoge. Und auf der anderen Seite habe ich trotzdem ein paar Kritikpunkte, gerade wie die Protagonistin. Ich finde, sie handelt so ein bisschen mit einer Doppelmoral irgendwie. Sie sagt immer das eine und meint aber das andere, was ich eigentlich nicht so toll finde. Aber ich glaube, wie gesagt, ich bin noch nicht fertig, dass sich das im Laufe des Buches entwickeln wird und dass sie das auch reflektieren wird. Also, dass das nicht so unkommentiert eben da steht, sondern dass das eben auch eine Rolle in ihrer Entwicklung spielt, das abzulegen. Von daher, ich bin gespannt, wie es endet und werde dann im Lesemonat berichten. Der dritte Wurf. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein New Adult Buch. Dann ein New Adult Buch. Und da habe ich erst überlegt, okay, welches nehme ich da jetzt? Ich habe mich jetzt für eins entschieden, das ich eigentlich auch für das Thema Farbschnitt hätte nehmen können. Und zwar Vienna. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe nämlich schon sehr, sehr viele negative Rezensionen dazu gesehen. Und bin jetzt gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich werde es wahrscheinlich als Hörbuch hören. Aber ja, mal gucken. Ich weiß, dass es in Wien spielt und es geht auch um High Society. Das ist ja wirklich so ein Thema, was ich persönlich eigentlich meide. Ich mag das nicht so gerne, aber es kann natürlich auch immer gut umgesetzt sein, wie jetzt zum Beispiel bei Golden Heritage. Da geht es auch so ein bisschen um High Society. Dann Pretty Scandalous möchte ich auf jeden Fall noch lesen, obwohl das eigentlich auch so in diese High Society-Richtung geht. Aber mal gucken. Hier geht es auf jeden Fall um die Wiener High Society und die Protagonistin Livia Hohenburg ist anscheinend die Königin davon. Sie ist Tochter des Bürgermeisters von Wien und It-Girl mit einer 500.000 Follower. Allerdings verbirgt sich unter diesen teuren Kleidern und hinter den perfekten Bildern und der Fassade eine zutiefst verletzliche Seele. Das darf aber niemand wissen. Dann zieht anscheinend eine neue Freundin von ihrem Vater bei ihnen ein und diese Freundin hat auch einen Sohn dabei namens Nikolas und sie ist ziemlich misstrauisch ihm gegenüber, aber er ist ziemlich attraktiv, allerdings auch arrogant. Und er verabscheut demonstrativ alles, was ihren glamourösen Lifestyle ausmacht. Und obwohl sich die beiden eigentlich mit jeder Faser ihres Körpers hassen sollten, hat er irgendetwas an sich, das sie tief im Inneren berührt. Ein Spiel aus Anziehung, Verführung und Ablehnung beginnt. Also mal gucken. Klingt eigentlich nach einer relativ ja, unterhaltsamen Story. Aber wie gesagt, ich habe bisher echt wenig Positives gehört und werde dann auch berichten. Ich habe mir das Buch auch nicht selbst gekauft. Das lag unerwartet in meinem Briefkasten. Von daher, ja, werde ich es jetzt einfach mal hören. Und dann im Lesemonat werdet ihr dann hoffentlich meine Meinung dazu hören. Dann der letzte reguläre Wurf. Eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein geschenktes Buch. Dann ein geschenktes Buch. Da habe ich mal geschaut, was für Rezensionsexemplare ich noch so hier habe. Und das ist eigentlich kein richtiges Rezensionsexemplar, sondern das ist eigentlich wirklich eine geschenkte Version, denn ich war beim Ullstein Verlag letztes Jahr irgendwann
Und da lagen Bücher aus, die wir uns mitnehmen durften. Und ich habe mir dort Unlearn Patriarchy mitgenommen. Das ist ein Sachbuch mit ganz unterschiedlichen AutorInnen, die dort irgendwie einen Beitrag dazu geschrieben haben. Und eine Freundin von mir, Chiara, hat mich auf dieses Buch wieder gebracht, weil sie hatte das im Buchclub vorgeschlagen. Und ich dachte mir so, das habe ich doch auch noch zu Hause. Wir lesen das jetzt nicht im Buchclub, aber ich habe jetzt irgendwie wieder Lust drauf bekommen. Und das ist auch innen drin so schön, richtig passend zum Cover. I like it. Und irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf ein Sachbuch. Von daher nehme ich mir das hier wirklich fest für den Mai vor. Es geht eben darum, patriarchale Verhaltensmuster und Glaubenssätze irgendwie zu brechen, die irgendwie in unserem Leben einfach immer eine Rolle spielen. Wie können wir sprechen und lieben, neu lernen, wie unsere Identität neu fassen, wie eine krankmachende Arbeitswelt hinter uns lassen. Also ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt, was man da so mitnehmen kann. Und einen Wurf hänge ich noch hinten dran wegen dem Pasch. Ein 4. 1, 2, 3, 4. Ein unbekanntes Buch. Und zu guter Letzt ein unbekanntes Buch. Und hier habe ich mich jetzt für eins entschieden, das ich persönlich einfach noch nicht so oft gesehen habe. Und zwar ist das Frühling, Sommer, Herbst und Du von Henriette Krohn. Das habe ich auch schon begonnen. Ich bin aber erst auf Seite 60. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so bekannt. Das ist jetzt kein groß gehyptes Buch. Aber ich freue mich da auf die Geschichte, weil es klingt irgendwie nach einem tollen Sommerroman. Und zwar geht es um Maya. Und Maya hat Liebeskummer, denn in einer sehr skurrilen Situation findet sie heraus, dass ihr aktueller Freund eigentlich ein Betrüger ist. Und so endet die Beziehung. Sehr überraschend. Als ob das nicht genug wäre, findet sich Maya plötzlich auch im Auge eines Shitstorms wieder, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Parallel geht es Alex mit seiner Verlobten Laura ähnlich. Er hat ein Hochzeitsoutfit ihr vorgestellt, das sie aber nicht sehr begeistert kommentiert hat. Und da bröckelt jetzt irgendwie auch so alles. Maya und Alex werden dann von ihren Freunden zu einem Urlaub im spanischen Baskenland überredet. Und dann steigen sie in einen alten VW-Bus. Und aus dieser Auszeit wird allerdings dann eine emotionale Reise in die Vergangenheit, denn Alex war Mayas Jugendliebe. Und vor 13 Jahren trennte sie sich von ihm, ohne ihm je den Grund zu nennen. Und ich denke, wir werden den Grund dann in diesem Buch jetzt erfahren. Wie gesagt, ich finde, das klingt nach einer richtig schönen Geschichte mit auf jeden Fall Twists. Man weiß am Anfang nicht alles. Ich bin also gespannt, was hier die Erklärung dann für die ganze Situation in der Vergangenheit eben ist. Und ja, freue mich da aufs Weiterlesen. Und das ist sozusagen mein unbekanntes Buch. Ja, und das sind sozusagen die 5 Bücher, die ich jetzt mir für den Mai vornehme. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich das wirklich schaffe, weil der Mai ist bei mir relativ voll. Zum einen muss ich lernen, ich habe Klausurenphase. Und zum anderen bin ich aber auch unterwegs für eine Woche, Mitte Mai. Und deshalb, ja, mal schauen. Aber ich bin optimistisch, dass ich das irgendwie schaffe. Wie gesagt, ich bin gespannt am Ende des Monats, wie es aussehen wird. Aber ich habe das Gefühl, bei Fitzek wird es schwierig, ob ich das wirklich lesen werde. Aber wir werden sehen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, macht es gut und bis dann. Tschüss.